So, genau, wir haben sogar 4-3. Sehr schön. So, ne? Cox, bisschen ab. Toll. So, gehen wir wahrscheinlich gleich unsere Belohnung anschauen, die wir dafür verdient haben. Und wie ihr vielleicht euch schon denken könnt, ist die Belohnung ein Auto. Ja, das hätte keiner jetzt erwartet, aber die Belohnung ist wirklich ein Auto. Ja, das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Und was gewinnen wir? Den A110 Alpine Dings. Und ich sag ja, das ist so ein schönes Wa ein schönes Wa Ein so ein schöner Wagen, ey. Der lässt mich sogar Deutsche vergessen. Da werde ich ja schon Ausländer. Nein. Also, da kann ich kein Deutsch mehr sprechen. Ich sage jetzt nicht, dass alle Ausländer kein Deutsch sprechen. Nein, nein, das möchte ich sagen. Schöner Wagen, oder? Ich finde den. Und wir kriegen die Bleu Alpine. Ja, das ist nicht blau. Nein, das ist Bleu Alpine. Oh ja. Und da wir haben ja natürlich nur so viel Geld, weil, ist klar, ne? Und da sehen wir uns den nochmal an. Auf jeden Fall, weil der ist einfach geil. Ich wollte den mal von hinten sehen. Nee, aber habe ich wirklich jetzt so durchlaufen lassen, weil leider sieht man den von Anfang an von vorne. Oder? Den habe ich mir gar nicht angeguckt. Ich dachte eigentlich, dass ich mir den angeguckt habe. So, jetzt kommt's, Leute. Wir gehen zum Gebrauchtwagenhändler und gucken mal nach, ob es vielleicht Autos gibt, die auf die Beschreibung passen zu Truck. Ja. Also der passt natürlich, der. Nein, der passt nicht. Der natürlich auch nicht. Also, der könnte ja sein, aber nee, eigentlich nicht. Das ist ja exakt. Ja, sieht auch sehr der truckig aus, aber nee. Der Lupo wird es auch nicht sein, ja. Der GTOS. Ja, mal gucken. Nee. So, der Civic. Nee. Der Tacoma. WTF? WTF? Ja, Leute. Ja, Leute. Wir haben im Gebrauchtwagenhändler endlich, da gucke ich nochmal nach, ob es wirklich stimmt. Da steht er sogar. Und da auch, der Tacoma X-Runner 04. Haben im Gebrauchtwagenhändler endlich dieses eine Fahrzeug gefunden, was wir brauchen. Und es ist auch noch der beste von den Leistungspunkten her. Was da war, stand er eben schon. Und ich so, oh nein, wo ist der? Wo ist der? Halt, den gab es in zwei Farben? Warum habe ich da nicht den blauen genommen? Oh, es gab den in zwei Farben. Aber der war teurer und der hatte wahrscheinlich sogar noch mehr Leistung. Oh, bin ich behindert, bin ich behindert. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ich habe einfach nur zu geflasht. Und dann geht's jetzt mit dem Tunen weiter. Und das meinte ich übrigens mit der. Ich mache da auch noch viel Scheiße. Und klar, wenn wir den Wagen haben, werden wir natürlich nicht mit B-Spec weitermachen. Nein, wir machen jetzt das eine A-Spec-Rennen. Und wir kriegen Hupennummer 188. Mein Gott, haben wir viele Hupen. So, dann gucken wir nochmal, ob wir überhaupt rein können. Theoretisch, weil ich bin immer noch geflasht. Ich bin der Flasher. Ja, ich bin da so flashig. So, oh yeah, wir können rein. Und es gibt keine Beschränkung, das wollte ich auch nochmal gucken. Und deswegen können wir jetzt tunen. Ohne Ende. Und im nächsten Part sehen wir, wie ich da rumfehle. Aber vorher tunen wir noch ein bisschen. Und jetzt werdet ihr noch was Geiles sehen. Der Wagen ist schwarz. Was kann denn da noch so da schwarz sein? Der Fahrer, nee, das könnte natürlich auch sein, aber nee. Und das wäre ziemlich rassistisch. Aber nein. Was ist schwarz? Natürlich dann Öl. Guckt euch das scheiße Öl an. Das ist schwarz. Da kann man nichts gegen sagen. Also, das ist nicht mehr okay. Gut, dass wir da einen Ölwechsel gemacht haben. Der wäre jetzt zersprungen nach der ersten Kurve. Aber ja. Werden wir mal sehen. So, gehen wir gleich mal, gucken wir mal durch, ja, zu den Aerodynamik-Teilen natürlich nicht. Da gibt es natürlich schon wieder was, er ist ja gebraucht. Also, da kriegen wir 7 LP und dafür nur, wie viel, 7000? Ja, es ist eigentlich, lohnt sich eigentlich nicht, aber haben wir trotzdem gemacht. Und das ist jetzt das Beste. Also, wir machen jetzt das Auto und drehen es eigentlich einfach um und schon voll repariert. Wir haben es eigentlich nur umgedreht, auch wie ich mich, ich frage mich, wie sie das geschafft haben, den einfach so umzudrehen, aber, ne? Soll mich nicht interessieren. Verbindungsstabilität wird auch wieder hergestellt. Ich meine, wir haben ja die Kohle. Also bald nicht mehr, aber wir haben ja jetzt die Kohle. Und ja, wie stellt man Verbindungsstabilität her? Genau. Man dreht den Wagen um und lässt das wieder hoch. Und schon hat man Verbindungsstabilität wieder hergestellt. Unglaublich, wie geil.
Hi, wir haben endlich unseren Super Mega Truck gehabt. Und immer noch, aber da gibt es leider keine Randmodifikation. Der ist ja schon mega krass drauf, Mann. Unglaublich. Dum, 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 da, 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 da. Ich bin so gut drauf, denn wir haben den Truck, den wir schon immer haben, voll denn geschafft, den zu kriegen. Ist das nicht super toll? So, natürlich Rinder, einmal geht. Den Rest habe ich gelassen. Nein, machen wir mal den Motor. Motorsteuerung als erstes gleich rinhauen. So, natürlich gleich 9 LP. So, hier da. Rin. Stufe 2, ach, einfach auch Rin. So, Stufe 3 ist mir wieder mal zu teuer für die Leistung, die es eigentlich vollbringt. Ich möchte nämlich so ungefähr auf die 500 LP kommen. Der ist mir zu teuer, komischerweise. Der bringt 4 LP. Ihr werdet jetzt noch sehen, was jetzt kommt. 4 LP und 2500 und jetzt kommt's. Ja, das nehme ich natürlich. Ja, nee, das hätte sich sogar gelohnt, oder? Nee, hätte sich auch nicht gelohnt. Aber jetzt der Titanrennungsbus hat sich auf keinen Fall gelohnt. So, und da kommt der Kompressor natürlich auch noch rein. Wartet sonst. Ah, ihr werdet vielleicht sogar noch einen Teil des Rennens sehen. Ich merke gerade, das ist gar nicht so lange dauert es. So, da Getriebe. Ah, oder auch nicht. Oder auch, ja, ich weiß nicht. Ja, da haben wir kurz übersetzt übertrieben natürlich. Dann haben wir noch ein bisschen Reifen drauf. Komm, Reifen, Vollruf. Super. Und ich muss euch leider sagen, durch diese Nachkommentiererei, ihr hört jetzt leider erst im dritten Part, durch diese Nachkommentiererei konnte ich es leider nicht schaffen, mehr aufzunehmen. Entschuldigung, ich hätte jetzt sozusagen, während ich das nachkommentiere, die nächste Sache aufgenommen und dann hätten wir jeden Tag eine Folge gehabt. Ja, leider ist es jetzt so, dass es nicht geht. Entschuldigung. Danke, Outer City. So, gehen wir einfach in die Pickup-Herausforderung jetzt. Der wird bestimmt super sein, die Herausforderung. Einfach mal Rinder. 3 Runden. Jeet. Jeet, gut. Ich meine, was sonst? Was denn sonst? Schade, das gibt nichts anderes. Also, was soll denn sonst noch passieren, außer dass wir hier total abgehen, weil wir haben eigentlich den besten Wagen, wir haben ihn total aufgetunt. Und ja, wir haben natürlich auch hier den Gegner, die genauso aussehen wie wir. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Wagen. Der wäre doch geil, den Chrysler, wenn wir den kriegen würden. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hierfür gekriegt haben. Ganz ehrlich, ich... Oder doch, jetzt weiß ich es wieder. Also den Chrysler war es nicht. So, gespoilert. Egal. So. Und der hat eine so schlechte Fahrphysik, muss man dazu sagen. Also nicht ganz. Der hat eine ganz okay, aber ich rutsche da mehrmals aus der Bahn. Und deswegen wackelt er auch so rum. Ach so, da fixe ich übrigens gerade die Anzeige. Weil ein bisschen weit außen vor war sozusagen. Aber ja, läuft. Läuft doch bisher. Läuft ganz gut. Also jetzt nochmal rechts abbiegen und rum. So, wir haben schon 2 Sekunden Abstand. Ich bin unglaublich gut. Und ihr werdet noch sehen, wie unglaublich gut ich bin. Weil ich meine, nach dem A-Spec-Rennen kommt natürlich auch noch das B-Spec-Rennen hinterher. Und ihr könnt euch schon vorstellen, was passiert ist. Whatever you do. Don't let your Baseback-Fahrer let fahr this thing. Und da habe ich auch, ja, da bin ich auch rausgeflogen. Und er schafft es irgendwie nur 130 oder so da auf der. Wow, diese Beschleunigung ist fast genau dieselbe wie auf dem Sand oder was das war. Ja, okay, du bist auch ein Pickup, du könntest auf dem Sand fahren, glaube ich, ja. Ohne gleichen wahrscheinlich. Das verstehe ich nicht. Was ist hier passiert? Da ist irgendwas passiert und ich frage mich immer noch, was war das? Die haben mich fast eingeholt dadurch mit 8 Sekunden Abstand natürlich. Ja, ja. Aber wir werden gleich sehen, wie wir sie beim Start-Ziel-Dings haben. Habe ich ja wirklich mal nach hinten geguckt? Das wäre ziemlich interessant jetzt geworden. Aber nein, tue ich natürlich nicht. Also ich fände es interessant, wenn man wirklich aufnehmen könnte 4 verschiedene Blickwinkel. Und man könnte dann auf YouTube wählen, welchen man gerade sehen möchte. So war eine Idee, wäre doch ziemlich interessant, oder? Fände ich gerade mal. Also bei solchen Spielen ist das ja sinnvoll. Ich meine, bei so First-Person-Shootern vielleicht dann mal Karte oder sowas von oben mal sehen. Aber ja. Ne? Bei sowas wäre das interessant. Aber das kann man ja leider nicht aufnehmen, weil wie soll man das machen? Da könnte man nur 3D-Modus anschalten und wie auch immer das auseinanderziehen oder auch nicht, ne? Keine Ahnung, wie man das machen soll. Also, fahren wir einfach weiter mit diesem tollen Truck oder Pickup, den wir fahren. Ja.
Und ihr werdet noch was sehen. Das ist nicht unser finaler Pickup. Weil wir, ja, noch was tun natürlich müssen. Weil ihr werdet auch sehen, was. Aber das werdet ihr gleich oder später im nächsten Part oder was auch immer sehen. Wahrscheinlich ist er eher im nächsten Part. Weil ich nicht weiß genau, wie ich das cutte. Aber wahrscheinlich wird so gecuttet, wie ich es mir gerade denke, wie es gecuttet wird. Weil es gecuttet wird. Wahrscheinlich cut, cut. Ja. So, und diesmal komme ich da so locker rum. Ich frage mich, was da passiert ist. Ich frage mich immer noch, was da passiert ist. Ich habe darauf geachtet, aber WTF? So. Ja, ne? Einfach weiterfahren. Einfach geradeaus durch. Bis du gegen die Wand fährst oder vorher natürlich bremsen. Aber ich sage euch, der B-Spec-Fahrer braucht hier länger als 1,37. Ich weiß jetzt nicht, ob seine beste Runde, wie seine beste Runde war, aber wir brauchen hier 1,32. Bitch. Ja. Das war noch nicht mal richtig ausgesprochen. Egal. Bitch. Das war auch wieder schön. Das war auch wieder so schön, ja. Und ihr werdet noch was richtig Lustiges beim B-Spec sehen. Aber das kommt noch. Das kommt noch. Ich sollte nicht vorgreifen. Ich sollte nie vorgreifen. So. Also, wir fahren jetzt mit diesem Auto hier lang. Das ist erstmal das Wichtigste, was man überhaupt wissen muss. Und dieses Auto ist nicht gerade schlecht. Es ist sogar eher sehr schön und sehr gut, muss man dazu sagen. Es ist einwandfrei. Es fährt, als wäre es ein Fahrzeug. Also, und da habe ich mal was ausprobiert. Und zwar dieses schöne Driften, wenn man bremst und noch ein bisschen lenkt, dass er dann wegdriftet, weil halt Haftung verloren geht. Aber das habe ich ausprobiert und das habe ich auch die ganze Zeit mit dem, im Levelpart, wie ihr, wenn ihr gesehen habt, mit dem Audi gemacht. Ja, das ist, macht eigentlich sogar, glaube ich, schneller, wenn man, ja, ich weiß nicht genau, das könnte man sich drüber streiten. Aber es war auf jeden Fall gut so, da habe ich es auch getan und das war auf jeden Fall schneller, wie ihr vielleicht gesehen habt. Ich glaube, das war schneller, oder werden wir auch gleich sehen in der Rundzeit. Und da, die Kurve habe ich viel besser genommen. Nicht. Egal. So, haben wir 24 Sekunden Abstand. Jetzt könnte ich natürlich immer zwischendurch rumwechseln, wenn ich könnte. Wir sind aber nicht im B-Spec, deswegen sind wir in A-Spec. Und A-Spec ist immer gut. Wir sind mit dem Tacoma X-Runner 04 natürlich richtig gut dabei. Ich hätte lieber da die Anzeige rechts, welche Wagen wir hatten. Aber das war schon die letzte Runde. 31, 2... Na, es war eine bessere Zeit, muss man schon sagen. Also nützt das was? Es nützt was. Sagt mir jetzt, dass das was nützt. So.